Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's nochmal. Ich habe ein Gummiband bekommen. Ich reiße den Briefumschlag auf. Der ist von Niki. Ihr kennt sie alle. Ganz bestimmt. Du hast es geschafft, meine liebe Niki. Ich freue mich. Ich tue diesen Briefumschlag weg und hole das hier raus, ihr Lieben. Tadadada. Oh! Oh! Don't worry, relax. Ja, das hast du aber niedlich gemacht. Oh! Ich lese mal eben. Liebe Fussel, hier kommt mein Gummiband. So eine super tolle Idee. Bin gespannt auf das Ergebnis. Lieb gesagt, Mia, miau, Chaos-Eule. Oder? Was heißt das? Mia, miau, oder keine Ahnung. Aber auf alle Fälle Chaos-Eule. Ja, ich freue mich mega, dass du mitgemacht hast. Das glaubst du gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ja, wir gehören ja alle irgendwie auch zusammen, ne? Das ist ja nun mal so, ne? Und wenn ich mir mal überlege, an manchen Menschen schwuppst man so vorbei, ne? Und die anderen, da hält man sich dann fest, ne? Es ist einfach so. Aber ich habe auch schon einiges von dir gesehen, liebe Chaos-Eule, und ich bin mega begeistert, wie du das machst. Auch deine Videos finde ich klasse. Aber ich bin halt eher so im Hintergrund, weißt du? Ist einfach so. Aber ich freue mich mega, dass du mitgemacht hast. Ehrlich. Da bin ich richtig, richtig froh drüber. Und auch über deine lieben Worte. Ganz, ganz liebes Dankeschön. Und einen rosa Umschlag hast du benutzt. Also du scheinst mich auch zu kennen ein bisschen. Und weißt natürlich, dass ich rosa liebe. Ich bin ja ein rosa Fan. Oh, guck mal, wie toll sie den gestaltet hat. Ja, den kann ich gleich mal einbauen. Ihr wisst schon. In ein Journal. Ist doch klar. Und ich hole raus, ich hole raus, ich hole raus. Zuerst das Hähnchen. Aha. Ich zeig euch das nicht. Ich zeig euch das nicht. Guck mal. Geile Farbe, oder? Bärenfarbe. Ich liebe solche Farben. Wisst ihr, ne? Ja. Und dein Wimpelchen ist natürlich mega, ne? Ich liebe sowas. Danke dafür. Und jetzt seid ihr bestimmt alle voll gespannt, ne? Wollt ihr mal gucken? Ich bin voll gemein heute, ne? So, und guck mal. Das ist ja mal auch stylisch, ne? Das ist ja mal richtig, richtig, richtig Stylomato. Sie hat ihr Draht benutzt, um das Gummiband ein bisschen zu verschönern. Was ich eine mega geile Idee finde. Und das ist auch noch so pinkmäßig. Lila, pink, pinkmäßig so. Richtig, richtig cooli, auf jeden Fall. Dann hat sie richtig mega geile Perlen benutzt. Ich weiß nicht, ob sie die selber gemacht hat. Könnte ich mir vorstellen. Die könnten aber auch gekauft sein. Die haben ganz viele kleine facettierte Steinchen drin. Richtig coole Perlen sind das. Und natürlich hat sie in der Mitte eine Eule, ist ja wohl klar, ne? Für Chaos und Eule, ne? Ihr wisst schon. Tätrette, ich liebe es. Ich danke dir, mein liebes Eulchen. Ist hier noch was drin? Nein. Okay, dann sage ich dir jetzt mal deine Nummer. Deine Nummer ist die 17. Finde ich gar nicht mal schlecht. Warte, ich muss eben aufschreiben. Nummer 17. Chaos-Eulchen habe ich aufgeschrieben. Also Chaos-Eulchen hat die Nummer 17 mit ihrem mega geilen Gummiband, ihrem mega geilen Fähnchen. Guck mal, wie schön das passt. Richtig cool, oder? Selbst der Umschlag passt da mega dazu. Ich zeige euch das mal. In Kombination. Geile, oder? Ja.
Und diese wundersüße Karte. Die ist sehr, sehr wunderschön. Und ich werde die wahrscheinlich auch, ich denke mal, ich tue die mit in mein Oma-Hilde-Buch. Anders geht's nicht. Weil die Biber, die finde ich ja so zuckersüß, ne? Und das Eulchen natürlich, ist ja klar. Und die Bäume, ist ja normal, ne? Ja. Tue ich mit in mein Oma-Hilde-Buch, ne? Eigentlich wollte ich die in so einem Kartenaufbewahrungs-Dingsbums machen. Weißt du, alle Karten. Aber ich finde, man könnte auch die Karten benutzen, um sie weiter für Bücher zu, ne, zu gestalten. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich rupp ich die nicht auseinander oder so, ne? Ich tue die nur reinstecken, ne? Als Zierde sozusagen. Und immer wenn ich mir das Buch dann angucke, gucke ich mir dann auch eben diese Karte mit an, ne? Ja. Finde ich richtig schön. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Also ihr Lieben, das war's schon. Jetzt sind wir schon 17. Ne? Und ich warte ja jetzt noch auf 2 Gummibänder. Das eine ist unterwegs, das andere, denke ich mal, wird auch unterwegs sein. Dann sind wir bei 19. Ja. Ja. Ne? Und dann würde ich sagen, reicht das auch, ne? Ihr Lieben? Ja. Also, ich sage tschüss. Ich bedanke mich bei euch. Für allen, die es nicht so gut da draußen geht. Ich drücke euch die Daumen, dass es schnell und bald besser ist. Ne? Und dass ihr gesund bleibt auf jeden Fall. Ich bin fleißig, ich bin jeden Tag jetzt draußen. Ich laufe auch, ja. Und ja, ich gebe mir Mühe. Ne? Also, bleibt gesund. Bis dann, eure Filzwurzel. Ich habe euch alle lieb.